Mein Gott, was soll ich den anderen Brüdern sagen? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Mein Beileid. Denn im Moment ist das das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. Alles klar. Mit dem Kopf durch die Wand und der Körper folgt gleich mit. Groß. Großer alter Mandingo-Nigger. Alles klar. Richtig nice. Hey, Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da, ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Okay. Viel geraucht hast du ja nicht. So. Menschen auf dem Mond? Interessiert mich einen Scheiß, weil es alles Weiße sind. Fick die! Arme. Wie war? Auf jeden Fall. Alles klar. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Egal. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Finne hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Wir. Alles Klärchen. Partyart. Seht ihr auch die ganzen Lichter? Wir sehen uns dann am Sonntag in alles. Der Kirche. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll. Partyart. Ich sehe Remy. Hier stimmt was nicht. Bring mich hier raus. Sofort. Ja, Mann. Ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Okay, hier kann ich wohl nicht durch. Interesting. Was? Oh. Tut mir leid. Tut mir so leid. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund ist stutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Großer. Zeit für einen Spaziergang. Okay. Miss Olivia, runter! Erschieß den Bastard! Nein! Tötet ihn! Nein! Mist. Wie hätte ich von andersrum gehen müssen dafür? Ich wüsste nicht, wie ich es hätte machen sollen. Gehört so auf die Schnelle.
stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? Miss Olivia, runter! Er schießt den Bastard! Hey, hey. Das ist hier. Genau hier! Und, passt jetzt auf! Tötet ihn! Ich bring dich selbst um! Du Bastard, du hast alles ruiniert! Nice. Also so. Ich hätte nie gedacht, dass du erschossen wirst. Ja, genau. Ich hab dich doch nicht erschossen. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos. Es hatte alles etwas unglaublich Romantisches für mich. Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine. Oh nein, die Musik, shit. Ich hab's euch verpeilt. Nein. War das alles jedenfalls sehr aufregend. Ich weiß, auch wenn es thematisch ins Setting und so alles voll passt, aber trotzdem. Und auch wenn wir bisher noch nie von YouTube großartig Ärger bekommen haben oder ein Strike oder so, ist das. Ja, überquatschen einfach. Safety first. Der ist in einem Gebäude. Ja. Besser das oder. Naja. Lieber hier sowas überquatschen oder dann doch lieber. Oder halt einen Strike kassieren. Was ist, willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. Alles klar. Was passiert hier? Was für diese Scheiße. Okay, die Karten und so wenig Schuss. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre dir, ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Hm? Ich werde gar nichts unterschreiben. So. Bäm. Ah! Oh Gott! Alter, Alter.